Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Apartment. In der letzten Folge haben wir eine dunkle Nachricht erhalten, die da ungefähr lag. Und naja, wieso dunkel? Wir waren gezwungen, das Licht auszuschalten und uns unnötig in Gefahr zu begeben. Aber nun gut. Und jetzt merken wir gerade, dass zwei unserer Zettel verschwunden sind. Aber sind es die zwei? Gucken wir mal. Schon wieder so ein Zettel? Zwei. Okay. Was ist das? Dieses Neptun-Symbol. Okay. Mein schöner Baum, vollkommen eingegangen. Was passiert hier nur? Mein Freund, der Baum ist tot. Was ist da zum Teufel passiert? Das Sofa zerfällt immer mehr. Das soll ein Sofa sein. Sir? Und der Stuhl ist auch nicht mehr gerade das Nonplusultra. Hier ist auch nichts. Kühlschrank vielleicht? Nö. Warum ist mein Bett blutverschmiert? Ja, das überrascht dich jetzt nicht. Im Badezimmer vielleicht? Ich brauch da jetzt nicht rein. Okay. Das Neptun-Symbol. Ich weiß jetzt nicht, was es damit auf sich hat. Am besten, wir gucken mal da rein. Das ist im Moment unwichtig. Sir? Was macht das Papier unter meinem Bett? Muss da wohl hingefallen sein. Egal. Jetzt brauche ich mich nur noch um den kleinen Zettel. Brauche ich nur noch den kleinen Zettel mit den Zeichen. Okay. Wo soll sich der aufhalten? Nix. Da ist auch nix. Da. Ah. Hier habe ich mal einen alten Schuhkarton mit alten Fotos. Ach ja, meine alte Heimat. Ein wunderschönes Fleckchen Land. Ja, das kennen wir schon. Das war das erste Rätsel. Aber wo zum Teufel ist unser Dix? Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Schon wieder so ein Zettel. Ja, das ist der mit der 2. Den kennen wir ja schon. Aber ist da andere Zettel? Das ist im Moment unwichtig. Vielleicht noch irgendwas? Das Sofa zerfällt immer mehr. Okay, da ist nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Licht wieder an. Gut. Aber wo ist der andere Zettel? Ja, das Foto kennen wir schon. Aha. Ich klicke jetzt momentan jeden Fleck ab. Oh. Hab ich das schon mal gemacht? Ja, das ist im Moment wichtig. Kühlschrank auf und zu. Aber wieso? Wieso fehlt uns ein Zettel? Braucht er jetzt nicht rein? Ich finde den Trigger jetzt nicht. Ein Zettel fehlt. Bloß wo? Ist die Frage. Wo bist du, Zettel? Wenn ich ein Zettel bin, wo will ich hin? Wo würde ich mich verstecken?
da ist ja nichts. Braucht er jetzt nicht rein. Ja, das mache ich wieder an. Da ist ja dieser seltsame Zettel. Mal schauen, was ich daraus machen kann. Ja, mich einfach hier an den Tisch setzen und überlegen. Mal schauen, was ich daraus machen kann. Ich lege den Zettel mit den Zeichen neben meinen. Mal schauen, wenn ich die beiden vergleiche. Mit Shift kann man das Bild unten links aufrufen und wieder schließen. Okay. Also. Schauen wir mal. Probieren wir mal das Neptun-Symbol zu machen. Genau. Warte. So könnte es stimmen. Das Zeichen auf dem Zettel passt exakt zu dem auf den Zettel mit den Noten. Das ist der fertige Zettel mit den Zeichen. Die Kreise sind ausgeschnitten. Aber wofür das alles? Sechs, sieben, acht. Oh Mann, ich bin müde. Ich sollte ins Bett gehen. Ich muss immerhin morgen zur Arbeit. Warte. Was ist jetzt los? Was soll das denn jetzt? Ein Stromausfall? Aber selbst durch das Fenster kann ich nichts mehr sehen. Ich kann nicht mal mehr meine Hand vor Augen sehen. So düster war es noch nie draußen. Verdammt, woher kommt das? Hallo? Ist da jemand? Ich habe doch eben Schritte gehört, oder? Geh weg! Scheiße, verdammt! Wer? Geh weg! Ah! Wer bist du? Braucht er jetzt nicht rein? Geh weg! 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 Das ist im Moment unwichtig. Warum ist es unwichtig, Sir? Hallo? Hallo? Ich brauche Hilfe! Scheiße, ich habe Angst. Help? Dreiundzwanzigster 19. 1997. Holy crap! Sechs Stunden. Du bist jetzt die ganze Zeit wach geblieben. Verdammte, 6 Stunden ist es her, seit es dieses Apartment nicht mehr verlassen kann. Die Tür ist verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Weder meine Hilfeschrei hört jemand. Wo bin ich nur? Ich kann mich nur an diese Gestalt erinnern. Es klopfte an der Tür. Ich öffnete. Kopf, tut so weh. Ich hätte das Apartment verlassen sollen. Jetzt ist es zu spät. Was ist das? Eine Buchseite? Ein Brief? Ich habe es gewusst, von Anfang an. Ich habe mir geholfen. Nun muss ich nur noch die Antwort finden. Sie ist versteckt in diesem Buch hier. Okay.
Holy crap. Schon wieder so ein Zettel. Es ist vorbei? Nein. Seile, was soll das? Scheiße, ich hab Angst. Ich hab Angst. Also, was mache ich nun mit dem Notenpapier und diesem seltsamen Buch? Ich glaube, das will ich noch nicht machen. Das will ich noch nicht machen. Ja. Toll. Ich speichere jetzt erst einmal einen Eintrag in mein Tagebuch, um meine Gedanken zu ordnen. Ja, bitte. Holy crap. Slot 2. Ja, bitte ich drum. Danke. So. Ich hab Angst. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss für heute. In der nächsten Folge schauen wir mal, was es mit dem Buch und dem Notenpapier auf sich hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Apartment. Ich bin Maragon LP. Bis zur nächsten Folge. Gute Nacht.